Halten Sie doch mal. Warum? Halten Sie bitte. Stefan! Stefan! Du bist wieder da? Ja. Darf ich übrigens bekannt machen, Herr Trautwein, Herr Dr. Heim. Ich hoffe, ich sehe dich bald, Stefan. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Christa. Vater? Ja, Stefan? Ich habe Christa getroffen. Christa! Ja, siehst du, Stefan, das ist so ein Fall, von dem die Mutter eben gesprochen hat. Wie großartig führt sie jetzt das Hotel? Wieso Hotel? Ja, hat sie dir denn nicht erzählt, dass man aus dem Herrenhaus ein Hotel gemacht hat? Nein. Du hast einmal gesagt, dass sich alles verändert hat. Du sollst sehen. Manches ist noch so geblieben, wie es damals war. Christa, warum bist du so zu mir? Weil ich dich liebe, Stefan. Papi, warum sagt mir eigentlich der Papa nicht mehr Gute Nacht? Ja, weißt du, Peterle, der Papi ist doch Arzt. Und muss ich da immer nachts arbeiten? Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mit dieser Arbeit nie fertig wirst. Seit einem halben Jahr quälst du dich mit einem einzigen Besuch herum. Du hast mir einmal alles von dir und deiner Frau erzählt. Auch von deiner Angst, die du damals hattest. Christa würde dich eines Tages vernachlässigen. Na und? Ist es jetzt nicht gerade umgekehrt? Ach, du irrst dich. Christa hat dafür volles Verständnis. Sie weiß genau, was diese Arbeit für mich bedeutet. Ist das nicht sehr egoistisch von dir? Ehrlich gesagt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Du solltest aber einmal darüber nachdenken. Außenstehende sehen so etwas manchmal viel besser. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber ich wollte es Ihnen schon lange sagen. Sie sind nicht mehr der Mensch, der Sie waren. Doch, doch, Trautwein, nur meine Interessen sind andere geworden. Ich vermisse Sie sehr. Du kannst mir nicht zum Vorwurf machen, dass ich für dich und deinen Beruf kein Verständnis hatte. Aber ich habe es als ebenso selbstverständlich vorausgesetzt, dass du dich ab und zu daran erinnerst, dass ich auch deine Frau bin. Sie haben einmal von mir verlangt, dass wir die Freunde bleiben wollen, die wir immer waren. Aber hat sich seit jenem Tage nicht vieles geändert? Christa! Trautwein! Worauf willst du eigentlich noch warten? Ist es nicht vernünftiger, ihr würdet euch scheiden lassen? Scheiden lassen? Sie sind ja einfach davongelaufen und haben sich um nichts mehr gekümmert. Und heute kommen Sie und meinen, es müsste alles wieder so sein, wie Sie sich das wünschen. Frau Baron. Haben Sie sich denn niemals Gedanken darüber gemacht, in welche Situation Sie Christa gebracht haben? Aber es gibt ja noch Menschen, die sich gerade in schweren Zeiten als aufrichtige Freunde beweisen. Und das war Herr Trautwein. Diesmal kommen Sie zu spät. Sie hat endlich erkannt, wohin sie gehört. Thank you.